Jetzt werden wir uns mit der glockenförmigen Funktion aus dem letzten Video beschäftigen und ihre Eigenschaften untersuchen. Wir fangen dabei mit der einfachsten Form an, die diese Funktion annehmen kann, und zwar die sogenannte Dichtefunktion der Standardnormalverteilung. Wir bezeichnen diese Funktion mit dem griechischen Buchstaben klein phi. Die Funktionsgleichung siehst du hier. Sie lautet phi von x ist gleich 1 durch Wurzel 2pi mal e hoch minus 1/2 mal x². Und den Graphen haben wir hier eingezeichnet. Untersuchen wir jetzt die Eigenschaften dieser Funktion. Also, alle Funktionswerte sind positiv. Wieso sind alle Funktionswerte positiv? Schauen wir uns das mal an. Also, zunächst einmal ist der Faktor 1 durch die Wurzel 2pi auf jeden Fall positiv, da pi eine positive Zahl ist und 2 auch. E ist eine positive Zahl. Das bedeutet, dass e hoch minus 1/2 mal x² auf jeden Fall auch positiv sein muss. Und zwar für alle x aus R. Fügen wir jetzt diese zwei Sachverhalte zusammen, so erhalten wir phi von x ist größer 0 für alle x aus R. Und damit sind alle Funktionswerte für jedes x positiv. Schauen wir uns jetzt den Graphen an. Wir sehen hier, dass auch tatsächlich alle Funktionswerte größer 0 sind. Wir können hier auch gleich ablesen, dass der x-Wert des Höhepunktes bei x ist gleich 0 liegen muss. Wir sehen auch, dass die Wendestellen bei x ist gleich minus 1 und x ist gleich plus 1 liegen. Um das jetzt mit Hilfe der Funktionsgleichung zu überprüfen, müssen wir ableiten. Also, hier sehen wir die erste Ableitung. Um diese Ableitung zu bilden, haben wir die Kettenregel gebraucht. Also die äußere Ableitung mal der inneren Ableitung. Hier sehen wir auch sehr gut, dass damit phi' von x gleich 0 ist, x gleich 0 sein muss. Also ist der Höhepunkt auch tatsächlich bei x ist gleich 0. Hier sehen wir die zweite Ableitung. Um diese zu bilden, haben wir die Produktregel gebraucht. Also den ersten Teil abgeleitet mal den zweiten Teil. Und plus den zweiten Teil abgeleitet mal den ersten Teil unabgeleitet. Heben wir hier noch 1 durch Wurzel 2pi mal e hoch minus 1/2 mal x² raus, erhalten wir das hier. Und wir sehen, damit phi2' gleich 0 ist, muss x gleich plus oder minus 1 sein. Das heißt, die Wendestellen passen auch. Wie verhält sich diese Funktion jetzt im Unendlichen? Schauen wir uns das am Graphen an. Wir sehen, je kleiner x wird, desto mehr nähert sich der Graph an der x-Achse an. Dasselbe gilt auch für größere Werte des x. Also, je größer x wird, desto mehr nähert sich der Graph der x-Achse. Wir können also sagen, je größer der Betrag von x, desto mehr nähert sich der Funktionswert 0 an. Also, Limes von x gegen unendlich von phi von x ist gleich 0. Und Limes von x gegen minus unendlich von phi von x ist auch gleich 0. Das können wir uns auch veranschaulichen, indem wir phi von x etwas umschreiben, und zwar so. Phi von x ist gleich 1 durch die Wurzel aus 2pi mal 1 durch e hoch 1/2 mal x². Wenn x jetzt gegen unendlich strebt oder gegen minus unendlich strebt, dann wird dieser Term, also der Nenner, immer größer. Und wenn der Nenner immer größer wird, dann wird der Bruch insgesamt immer kleiner. Das heißt, ist e hoch 1/2 mal x² unendlich, dann muss dieser Bruch gleich 0 sein. Eine weitere Eigenschaft, die diese Funktion hat, ist, dass ihr Graph um die y-Achse symmetrisch ist. Das sehen wir auch ganz sehr schön am Graphen selber. Was bedeutet das jetzt? Das bedeutet, dass phi von minus x denselben Funktionswert hat wie phi von x. Wir kommen jetzt zu der wahrscheinlich wichtigsten Eigenschaft der Dichtefunktion der Standardnormalverteilung, und zwar, dass der Flächeninhalt unter der gesamten Kurve gleich 1 ist. Das heißt, das Integral von minus unendlich bis plus unendlich von phi von x dx ist gleich 1. Wieso ist es wichtig? Das ist deshalb wichtig, da wir ja mit Hilfe des Integrals der Dichtefunktion Wahrscheinlichkeiten berechnen wollen. Und eine Wahrscheinlichkeit kann ja nur maximal den Wert 1 annehmen, also 100%. Und mit dieser Eigenschaft ist es gesichert.
Damit sind wir auch schon fertig. Ich hoffe, du hast viel mitnehmen können. Bis zum nächsten Mal.